So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Karriere, wir sind bei Fastlane. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt durch mit unserem Match gegen Dolph Ziggler. Wir haben jetzt einen Submission-Finisher. Wir haben uns ein Warte mal. Moment! Moment! Nee, Lana, du bist auf der falschen Seite. Wollte ich euch ein bisschen was. Wir kommen gar nicht mehr zurück. Lana, hey! Warte, muss ich mir ernsthaft erstmal angucken. Wir haben uns Crossface ausgesucht als zweiten Finisher. Die Community ist auf viele Namen gekommen. Ich habe mich letztlich für X-Face als Name entschieden. Deutsches Kreuz fand ich noch ganz nett. Oder Dresdner Kreuz oder Kreuzgesicht bei Crossface, ne? Oder was hatten wir noch alles? Wir hatten eine ganze Menge, aber viele Sachen, wo man einfach sagen würde, so würde man keinen Move benennen, ne? Weiß ich nicht ganz. Also, was soll denn das hier? Turnt jetzt einfach zu Ziggler? Gucken wir uns mal Edge jetzt an. Das kann ja wohl nicht sein. Sie kann mich doch nicht einfach verlassen, out of nowhere. Deutscher Würgegriff, fand ich auch nett. So, Lana, du bist an unserer Seite, haben wir verstanden. Mit Lana, ich wollte gerade sagen. Mit der Kaumonster. War die Grafik bis falsch. Vielleicht kommt auch eine zweite Lana dazu, ne? Haben wir Summer Rae wieder. Komm, jetzt kaut sie gar nicht mehr, jetzt grinst sie bloß wie Tyler Breeze. Guck dir jetzt mal Lanas Fresse an, was geht denn da ab? Letztens noch kaum Monster. I'm here to show the world. Ihr erinnert euch an die Story? In der vorletzten Episode. Okay, kein Lana am Start. Konnte er uns besiegen? Wie er Sleeper holt. Ja, ja, das ist heute vorbei, mein Freund. Das ist heute vorbei. Lana ist an unserer Seite, nicht an deiner Seite. Hättest du gerne gehabt, was? So, das wird aber ganz schnell hier. Wird ganz schnell einen Strich unter die Rechnung hier geschrieben oder so. Hier, zack, bam. Oh, fast der Falsche. Was wir machen? Wir wollen mit Crossface gewinnen. Geht nämlich auf den Torso. So wird es jedenfalls im Creative Moveset angegeben. Ich denke, das wird doch super! Super! Und dann müssen wir uns so schnell wie möglich irgendwie darum bemühen, dass wir den Undertaker als Gegner bekommen und hoffen, dass er bei der Raw-Ausgabe irgendwo ein Singles-Match hat und dass wir ihn angreifen können. Das wäre voll nett! Das wäre voll nett! So, ich werde hier so halb gespoilert, ey. Kein Hype-Video. Ja, wir haben halt keine Fehde gehabt, ne? Wir haben nicht wirklich eine Fehde gehabt, wir haben uns ja darum bemüht, dass wir bei Fastlane ohne Fehde am Start sind, damit wir uns dann um den Undertaker bemühen können. Ah nein, bisher ist der Undertaker nicht in Sicht gewesen. Oh, zu langsam geschlagen. Jetzt reicht. Zack. So, also. Wir gehen weiter. Auf den Torso. Denn das können wir. Torso, im Torso gehen, das kann ich. Crossfade geht auf den Kopf, sagt einer. Nein, geht nicht. Geht auf die Wirbelsäule. Hast schon mal versucht, seinen Kopf so nach hinten zu strecken? Hat du denn weh? Genau, den Nacken. In die Wirbelsäule und so. Nicht dein Kopf. Was bist du denn jetzt hier? Der war ja wohl im Können, genau. Eine Fehde mit Lana. Ja, ich kann leider nicht gegen Lana fehlen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht anwählen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in den ganzen Matchcards nie Diven da sind? In-game geht er aber auf den Kopf. Was? Glaube ich nicht. Stand auch im Creative Moveset, auf dass er auf den Torso geht. Oh, ich bin schon wieder zu viel am Konnen, ich sehe schon, ne? Kommen wieder alte Gewohnheiten an. Leute, ich bin auch nicht blind gewesen. Jetzt sagen die Leute, gehen alle auf den Kopf. Da werden wir dann gleich sehen. Ich gucke nachher nochmal zur Not nach. Lana, brauchst mir nicht helfen. Danke. So. Hör mal auf hier. Das ist das gleiche Schema wie vorhin. Ich kann, Entschuldigung, wie vor zwei Episoden. Wie vor zwei Episoden. Alright. Naja, und wenn auch im Kopf geht, ist mir auch nicht auch egal. Fast alle unsere Aktionen gehen auf dem Torso und Kopf. Oh! Oh, geh mir. Die halt hier ein bisschen auf dem Kopf, kein Problem. Fast Lane, Doppelpunkt Fast Lana. Wow, das für ein interessanter Vergleich. Danke, Lana! Guck mal, sie will uns wieder helfen. Ist sie nicht nett? Ist sie nicht nett?
Danke. Bitteschön. Oh, Alter. Die Riesenchance. Vergeigt. Oh, eine Scheiße. Wir sind noch covern. Oh, right. Bitte. Zugekickt. Hä? Was getan war? Oh, zu langsam, ey. Scheiße. Okay, wir haben Signature Move. Am Start. Dann würde ich mal sagen, Witz. Ja, Lana, du brauchst nicht kommen. Tack. Doof die eigentlich. Ich wollte ja gar keinen Bonus bekommen. So, Working Holds? Doch nicht. Ich denke, ich habe immer den Anschein. Das macht schon mal den Anschein, als würde gleich ein Working Hold kommen. Wir sind down and out. Ey, sobald der seinen Sleeper macht, sind wir weg. Die sind wir weg, ich sag's euch. So. Okay, das kommt mir sehr gut. Auf meiner Road to Victory. Leg dich hin! Sleeper! Nein! Okay. Leg dir mal einen nochmal! Was war das denn? Ja. Dann haben wir hier nochmal eine Aktion. Ich glaube, wir haben noch nicht mal gelb irgendwo. Das ist ein bisschen traurig. Das ist echt ein bisschen traurig. Komm nochmal zurück. Leg to Barry. Nice. Ja, guck dich das mal an. Wir kriegen nicht mal. Okay, wir probieren einfach mal. Wir probieren einfach mal, den X-Face zu machen. Ready, steady, go! Look out! So, auf den Kopf tatsächlich. Tut mir leid an alle, an die ich gezweifelt habe. Aber da stand doch wohl auf dem Torso, oder nicht? Ah, oh, du Besteuerung! Entschuldigung. Alles egal, wir kriegen ihn trotzdem down. Wir kriegen ihn trotzdem down. Mit dem X-Face hat nicht so ganz geklappt. Naja! Naja! Hier kommt, Submission. Auf geht's. Das geht auch nicht wieder, das geht am Ende doch nicht gut. Ich seh doch, komm. Och, Mann, Freunde. Ey, seriously. Bitte nicht. Ey. Mhm, was willst du denn machen? Ich spare meine Slots auf, ja, ja. Ach, fuck. Ist das ein Signature Move? Die Multiple? Ja, bist du früh? Zu früh! Zu früh! Das würde ich sein Signature Move, ich fass es nicht. Alter, jetzt ist auch langsam gut hier. Dude! Jetzt! Ja, na klar, danke. Muss ich mal was machen. Geil. Problem ist, er hat einen Finisher. Und das endet nie gut. Aber ich glaube, wir haben ihn schon auf Orange, ne? Ja, okay. Dann machen wir einen Sleeper. Sleeper Party, ihr kennt das Ganze. Hm, ja. Bitte nicht, bitte keine Aktion machen. Scheiße. Fuck. Lana? 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 Komm, hey! Ich hab mich auf Lana verlassen! Ey, das gibt's ja wohl nicht! Sie ist, hat sie gesehen, am Ende ist sie weggebeamt und ich hab nicht. Ich bin schlecht. Falcon Anywhere ist sie übrigens auch gewesen. Geil. Ach stimmt, ist ja Zigzag, ist ja Falcon Anywhere, heißt ja die Q-Wire aus. Ich bin ja auch doof, ey. Geil. Ich krieg den Ziggler einfach nicht besiegt im One on One Matches. So, ich will nochmal das Ende sehen. Hier, guck dir das mal an. Warte, vielleicht sehen wir den Ref irgendwo. Pinmaster. Franz, ich denke, oh. Sieht man nicht ordentlich, scheiße. Ah, kacke. Mann. Mann. Ich hätte mal richtig vermöbeln können, ich denke auch. Na egal. Er war ja bloß ein Lückenfüller. Hoffentlich. Ich möchte mich jetzt um den anderen Ticket kümmern. Wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Episode. Ja, Franz hat euch wieder enttäuscht. Aber Niederlagen gehören nun mal zu einer Karriere dazu. Muss man ja eindeutig sagen, kann man nicht alles gewinnen. Oder warte mal, ihr. Things are exactly what they seem. Komm. Hier brauchen wir nichts machen. Weiter geht's. So. WrestleMania steht bevor. Einer meinte, da kam jetzt. Das war's wohl. Nix mit Undertaker. Mystery Opponent. Lass mich raten. Kane?
Lass mich raten. Oh, wenn natürlich jetzt der Undertaker wäre, der wäre natürlich nice. King Sammy bei Raw. Also, das war wohl nix. Ja, dann gucken wir uns doch mal an, wer unser Mystery Opponent ist, wenn wir angegriffen werden hinterrücks. Ne? Ach, doch nicht. Dann machen wir das Match hier noch schnell gegen den guten Sammy. Den guten Sammy. Fandango wäre nett, ja. Dann versuchen wir doch nochmal mit Schossface zu gewinnen. Ich meine, da stand auf Torso. Aber muss auch nicht sein. So. Wenn ihr jetzt schon gespielt habt, dann nicht spoilern. Der eine, der spoilert mich schon die ganze Zeit, wenn man Mystery Opponent ist. Das ist doch voll scheiße. Was soll denn das? Das ist doch arschig. Da werden wir bestimmt dann in den nächsten Folgen sehen. So. Oder John Cena. Krass, wie viral das gegangen ist, ne? Und wisst ihr überhaupt, woher das Ursprungsvideo war? Das war so ein Prank-Call. Da haben sie immer so eine Dame verarscht, die einfach keinen Bock auf WWE hatte. Und haben sie immer gesagt, haben sie immer haben sie ständig angerufen und dann hat das John Cena-Theme gespielt. Müsst ihr euch mal angucken. Sehr interessant. Ah ja, wir kriegen das hier noch irgendwie hin. Irgendwie geht das schon. So ein Sieg in der Episode wäre ja eigentlich mal ganz nice, ne? Vergleich der Pay-Per-View-Match, ey. Bin doch voll Idiot, ey. Ja. So. Zack. Okay, wir sind bei 40%. Zane, auch wenn wir ihn super doll lieb haben, es hat noch nicht mal die 10%. Kommt mir sehr entgegen. Nice. Genauso wollt ihr das haben. Gehen wir rein in den Ring. Grapple von hinten. Werden gekontert. Kontern. Jawohl. Alles klappt. Nochmal ein paar Mal schlagen. Grapple nochmal. Scheiße, da war doch zu dicht dran. Ich dachte. Das waren wir out of bounds. Das ist out of border oder wie auch immer. Komm rein. Fuck. Schlechtes Timing, ne? Schlechtes Timing. Schlechtes Timing ist mein zweiter Vorname. Mein dritter Vorname, Entschuldigung. So. Sammy. Vielleicht beginnt ja auch jetzt die krasse Niederlagenserie. Das ist ja auch eins der Ziele bei der Hall of Fame-Kategorie. Für eine bestimmte Zeit nur Matches verlieren. Okay, ich denke, das sieht am Ende nicht gut aus. Okay, danke für den Kickout. Bringt mir gerade Momente. So lohnt sich das. So lohnt sich das. Okay, ein Slot haben wir wieder. Der hat es fast wieder überholt in Sachen Momente. Was soll da abgehen? Ey. Nee, okay. Da kommt er! Oh! Referee down. Zeit für Stuhl. What? Was gemacht? Ich hab Lana im Stuhl berührt oder was? What? Wir hören das Theme von Triple H. Ja, heute ist irgendwie mein Tag, ich denke auch. Okay. Triple H. Was möchtest du? Ich weiß auch nicht. Das ist heute echt nicht meine Episode. Da haben wir jetzt entscheiden, oder gibt es Cutscene, oder was wird jetzt hier? Interview mit Renee Young auf einmal im Ring. Oh, the Vigilante! Low blow. Wie die Kombinatoren ausrasten. Oh mein Gott. Holy fucking shit!
Triple H is fuming right now. Jetzt darf ich mir aber aussuchen, wem ich helfen soll. Oh mein Gott. Ach ja. Ach, wie schade, dass die Episode vorbei ist. Ach, wie schade. Boah, Franz, du bist so ein Arschloch. Ja, das werde ich wohl sein. Wen ich mir aussuchen soll, oder wen ich mir aussuche, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben, Emmerich auszuschalten. Haut rein. Tschüss.